Weite und nicht von der Geschwindigkeit des Puls beeinflusst, denn es ist ein Zugkraftwettbewerb. Das nochmal zum Bremswagen, zur Bremswagentechnik. Jetzt macht der nächste sich startbereit dort hinten. Geilsten 3,6 Tonnen Traktoren in Deutschland. Florian Walter, Feldjäger aus der Nähe von Cuxhaven. Du darfst in die Welt. Ei. Uschi, mach keinen Quatsch. Mach keinen Quatsch. Erstmal Schnurzgratz, gerade nach Hause, wird erst einmal gefordert für Blue Trouble.
unser Makarianus. Kaum ein Schiff vor dem Wasser. Die machen den zweiten Startversuch. Sie sind hier aus der Bahn gefahren und halten jetzt noch einmal drauf. Kann er ihn auf der Strecke halten? Uschi, zweiter Durchgang. Supersport. Team Sonsberg ist der erste Starter. Die Jungs vom Niederrhein müssen vorlegen. In der Wertung zur Deutschen Meisterschaft ist er auf dem dritten Platz unterwegs hier mit 96 Punkten. Er fährt um die Deutsche Meisterschaft. Er braucht einen Sieg in Edeweg. Was macht der Red Evolution? Was macht Jürgen Budding? Schwarz-weiß karierte Flagge. Da muss er ankommen. Die Flammen tanzen. Mr. Black, Thilo Zange. In der Ruhe liegt die Kraft. Langsam lässt er ihn auf Korn kommen, den Motor von Mr. Black. Und wir wissen, dass er das Potenzial für Platz 1 hat in dieser Klasse. Let's go.
kämpft um jeden CA-Traktor. Macht sich stark leid. Pumpe, H55 Turbolader, selbstgebauter Luft-Wasser-Intercooler. Ja, da hat er ihn wieder. Da hat er ihn wieder für das 3000 Leute hinter dir, aber ich glaube, gute 500 Feldjäger-Fans hier. Da sind ein paar Leute mitgekommen. Richtig gut von denen, noch gar nicht sehen. Sehr, sehr geiler Auftritt. Feldjäger-Fans hier überall zu sehen mit den T-Shirts in jeder Welt. Das Feldjäger-T-Shirt, das ist so legendär, muss man sagen. Angeschlagen wie eine Bombe, ne? Einige weniger haben wir noch. Oh, okay, gut zu wissen. Leg mir mal eins zur Seite und du bist ehrlich. Ich glaube, ich brauche auch eins. Also, Siegerehrung, Team Siebers, da könnt ihr den alten Herrn zu Hause wieder anrufen und sagen, wir haben wieder alles richtig gemacht, oder? Was macht er? Ah, okay, der ist auf dem Festival. Und ihr müsst zum Pudding fahren, ihr armen Hunde. Ja, hilft ja nicht, wa? Hilft ja nichts. Ja, weil ich habe ihm das eben gerade noch gesagt, dass er auf Platz 3 ist. Und jetzt ist er wieder verschwunden, der Urs. Also, dementsprechend machen wir eine Siegerehrung mit 2. Machen wir den 2. Platz der Feldjäger. Liebes Publikum, einen riesen Applaus für Platz 2, Feldjäger! Ja, den Platz haben wir nicht, tut mir leid. Die Jungs kommen nicht zur Siegerehrung. Und der Sieger in dieser Klasse. Ein wirklich starker Auftritt vom Rennteam Siebers. Jero Sander, Platz Nummer 1 hier in Ilmenau. Auf geht's, der Ehrenrunde in Ilmenau. Für die Sieger der 3,6 Tonnen Supersport, Feldjäger und Jero Sander. Blue Trouble glänzt durch Abwesenheit. Wir feiern trotzdem ihr Publikum. Hände aus der Tasche, einen riesen Applaus. Der Feldjäger lässt sich feiern.
Der 40er rockt hier die Arena noch.